Ich stelle mal Sabina vor, das ist Sabina, die beste aller besten Menschen. Sabina ist Malerin aus Murnau und packt die Lebensfreude unter den Pinsel. Das ist die liebe Sonja Still, eine hervorragende Journalistin, Autorin, weitgereiste Frau und die beste Schriftstellerin ever. Ach, ist das nicht schön. Ich bin total glücklich, dass ich hier in Murnau lebe und arbeite. Das ist für mich der perfekte Ort, weil ich ja meine Inspiration auch in der Natur finde. Natürlich reise ich auch viel, aber ich möchte nirgendwo anders auch die Reiseimpressionen, die ich mitbringe, verarbeiten als in Murnau. Also Murnau hat natürlich einfach ein wahnsinniges Flair, eine wahnsinnige Kunstgeschichte, ist ein Künstlerort und es ist für mich einfach the perfect place. Ich lebe am Tegernsee und das sehr bewusst. Ich bin 25 Jahre auf der Welt gereist für Reisereportagen. Ich musste immer heim. Für mich war immer Tegernsee der Ort, wo ich Heimat habe, wo meine Seele ankern kann, wo ich mich ausdrücken kann. Man versteht mich, ich habe die Worte. Tegernsee hat auch Langzeitgeschichte, so wie eben bei dir in Murnau. Es ist einfach ein Feld der Kunst, des Geistes und in Tegernsee ist halt mehr die Literatur zu Hause. Und hier die Malerei. Dann die Malerei. Genau. Wir könnten auch in der Zeit reisen. Also ja. Wenn wir jetzt 100 Jahre zurückgingen, dann würden wir hier Frau Münter treffen und drüben würden wir Herrn Ganghofer treffen. Genau. Wir sind in guter Gesellschaft. Das Projekt heißt Lebensstücke und ich bin da drauf gekommen, als ich angefangen habe, diese kleinen Bilder zu malen, wo ich mal ausprobieren wollte, kann ich auch, ich, die vom großen Format komme, diese ganze Komplexität des Lebens auf ein kleines Format bringen. Das war eine große Herausforderung. Es ist für mich eigentlich wie Tagebuch führen und es sind Ausschnitte aus dem Leben, aus dem tagtäglichen Leben, Situationen, die mir begegnen im Alltag bei meinen Reisen und deswegen sind es für mich einfach Lebensstücke. Und diese Lebensstücke werden für mich zu Lebensstücken im Text. Ich bekomme ihre Bilder, ohne dass ich irgendwas weiß. Also ich kriege einfach nur ein Foto von dem Bild, ohne einen Titel, ohne irgendeine inhaltliche Ergänzung. Und dazu darf ich mir einen Text ausdenken, der mich dazu bewegt. Ich denke mir zu Details in dem Bild, irgendwas regt mich an, denke mir dazu eigene Geschichten aus. Also wenn da ein roter Punkt ist am Herzen, dann sehe ich nur diesen roten Punkt und schreibe vielleicht über den Schmerz dazu. Und dabei hatte sie dann nur den roten Punkt, weil der Sonnenuntergang da noch leuchtete. Sonja ist eben so der absolute Gegenpol zum Mia. In meine Malerei bringt sie so eine ganz andere Perspektive rein, indem sie eben die Welt anders sieht, als ich sie sehe. So ergänzen wir uns, weil ich bin, glaube ich, im Grundwesen nicht ganz so optimistisch und lebensfroh, sondern eher frage ich, warum, wieso, wieso geht es so weiter, wie kann das sein? Und sie sagt immer, guck mal, ist das schön. Good girl, bad girl. Das Besondere an unserem Projekt Lebensstücke ist, glaube ich, dass es etwas ist, was so noch nicht da gewesen ist. Also oft ist das so, dass man Malerei in Kombination mit Musik sieht. Aber ich glaube, diese Kombination, die Malerei mit der Literatur, in dieser Kombination, weiß ich nicht, habe ich noch nirgendwo so gesehen. Lebensstücke erscheinen im Michael Imhof Verlag im Januar 2023 als Buch. Und diese Lebensstücke gehen auf Reisen. Also wir haben schon drei Ausstellungsorte. Wir fangen an im Museum und im Museum für zeitgenössische Kunst. Sonja liest die Texte zu den Lebensstücken ein. Also der Besucher kann auch im Museum mit dem QR-Code sich die Texte von Sonja gesprochen anhören, weil sie sind total authentisch, wenn sie liest. Es wird eine Lesung dazu geben, also es wird ein richtig tolles, stimmiges Rahmenprogramm geben. Das ist tatsächlich, glaube ich, das Besondere.
die Worte evozieren im Kopf neue Bilder. Und indem ich mich jetzt da wirklich rauswage, Dinge auszusprechen, zu formulieren, zu reduzieren im Wort, entstehen neue Bilder im Kopf. Also eigentlich so ein bisschen das Bild im Kopf durch den Text, was eine ganz andere Geschichte dann auch erzählen kann, als das Bild, was du als bemaltes Bild angeboten genau. hast. Genau, und ich finde, das ist ja einfach auch das, was es so spannend für den Betrachter macht, also für den Besucher der Ausstellung, für den Leser des Buches, dass er eben einfach mal auf so eine ganz andere Ebene entführt wird. Genau, wir entführen und verführen auf eine andere Ebene. Genau.